Yay, also entweder habe ich was verpasst oder das war jetzt einfach nur ein Scherz im Outro. Speziellen Dank an John, Dr. Sophie the Question, Pixel für Balrog. Das war Mega Man 2 Endgame, ein Fanspiel von 1923 zur Mega Man-Reihe von Jabcom. RPGElite.de.vo, genau. Und kein Dank an mich, dass ich es gespielt habe. Kein Dank an mich, den Spieler, dass ich zigmal gestorben bin, zigmal ausgerastet. Danke, Spiel. Ich kann auch gerne nochmal ausrasten. Ah. War's das? War's das? Kommt noch was? Na, es geht doch weiter. Ich habe alles versucht, aber Mega Man ist tot. Der Schaden war einfach zu groß. Er wäre nie wieder derselbe geworden. Außerdem, vielleicht ist es meine Schuld. Mein größter Traum war es immer, Roboter und Menschen sollen friedlich zusammenleben können. Jedoch, Roboter erhielten von uns Menschen Programme und Befehle. Und ich habe ihm ein Emo-Dasein einprogrammiert. Eine böse Person wie Albert kann selbst einen friedlichen Roboter zu einer Killermaschine machen. Dr. Light, was werden Sie nun tun? Mega Man war für mich wie ein Sohn. So wie du für mich eine Tochter bist wohl. Ich möchte nicht, dass etwas jemals wieder passieren kann. Ich würde meine Aufzeichnung vernichten. Dr. Light! Ich habe noch ein Projekt, welches ich zu Ende führen will. Ich bin ein alter Mann, mir bleibt vielleicht nicht mehr viel Zeit. Ich werde einen Roboter erschaffen, der dem Menschen ähnlicher denn je ist. Ein Roboter, der selbstständig Entscheidungen treffen kann und über echte Gefühle verfügt. Ja, er wird sich für ein friedliches Leben mit den Menschen entscheiden. Er soll handeln nach dem, was er selbst für richtig hält. Wiley ist tot. Angeblich. Aber die Zukunft könnte einen genauso gefährlichen Mann hervorbringen, wenn es zum Schlimmsten kommen sollte. Das Projekt X? Ich hoffe, mein Traum wird wahr. Mega Man X. Ah, das war also jetzt die Geschichte, wie dieser Mega Man X entstand, ja? Ich weiß nicht, ob es innerhalb des Mega Man-Universums eine natürliche Erklärung dafür gibt oder ob dieses Spiel jetzt diese Lücke füllt. Zero. Das Spiel wurde zu 100% auf normal gelöst. Grossman-Mode freigeschaltet. Oh, der war gesperrt. Spiele den Parodie-Mode mit neuen Bossen und abgeräter Story. Aber jetzt verstehe ich das. Das ist der Parodie-Modus? Ich wollte ihn sowieso noch ausprobieren. Wir probieren ihn. Hoffentlich geht es ein bisschen fixer. Yeah. Ich bin wahnsinnig, dass ich das jetzt nochmal spiele. Dunkelheit. An einem versteckten Ort. Das könnte doch bitte schneller gehen. Eine geheime Festung. Tief in der Wildnis. In ihr ereignen sich grausame Dinge. Hört ihr die Schreie? Das Intro ist jetzt anders, oder? Die Qualen aus dem Inneren. Hier, an diesem grausamen Ort, hier sollte eine unglaubliche Geschichte ihren Anfang finden. Dann, 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 jetzt. Ja, was los? Okay. Jetzt verstehe ich das mit Blödmann und so. Schneiden Sie, Mann. Aufhören! Was? Bomberman. Und, aha. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ich hasse sowas. What the fuck? Was? Was? Gegenteil von lustig. Das ist einfach bescheuert. Leute sind gekommen.
Mr. Wily! Dachten Sie, Sie könnten mir entkommen? Grossmann. Wie haben Sie mich gefunden, Grossmann? Sie sind schuld, Dr. Licht. Ich habe ihm die Hülle gezeigt. Durchgegangen ist er von ganz allein. Ah, wer darf rein? Aha. Zum Glück ist das nicht die Standardstory. Inzwischen? Nicht ganz in der Nähe. What the fuck? Das sind also quasi zwei Spiele in einem? Weil die Level sind wahrscheinlich identisch. Oder? Naja, Theorien. Nein. Lord Eisenbürde, der Weltraum. Unendliche Weiten. In ihm liegt der Planet Erde. Und ich habe ihn endlich gefunden. Nichts will mich jetzt noch stoppen können. Mein Lord, unser Benzin ist alle. Was? So kurz vor dem Ziel wagst du es mir, seine Nachricht zu bringen? Ja, passt schon. Was zum... Oder davon müssen wir wohl nicht enden. Ich habe eine Idee, Lord Starface. Eisenbirne, whatever. Gasantrieb, Erde, wartet. Ich habe eine Idee. Die sollten den Naturgasantrieb. Was? Was? Nein, das ist eine einzige Parodie. Wie soll ich mich jetzt auch über das Spiel lustig machen? Es macht sich über sich selbst lustig. Das ist unfair. Naturgasantrieb. Ah, oh, lustig. Oh Mann. Ich muss mal. Mach du, was du wollt. Ja, klar. Bang. Bang. Alle tot. So ist es richtig. Alle töten. Ja. Sie haben starke Konkurrenz bekommen, Grossmann. Es fehlt Ihnen eine, kann ja wohl die Wahl sein. Hat er Lust auf Metroid zacken? Was ist die Möglichkeit, was du auf deinem Monitor sehen kannst, was du aus deinen Boxen hören kannst? Sie haben eben nicht mit mir gerechnet, Mr. Wily. Dafür bilde ich sie Bezahlung. Was, dafür bilde ich sie Bezahlung? Was ist denn das für ein Satz? Ich werde nur die Core an die Gleitung mit versteckten Vorräten an Chemikalienzeug holen. Zu stark konzentriert, dass man zwei Meldungen und Browser-Tabletten daraus gewinnen könnte. Und das gehört allein mir. Und das ist noch bescheuerte Lache von den Entwicklern. Meine Zeit, haben Sie das gehört, Roll? Hallo, du hast sehr viel Brause. Ich bin mir sicher, Engel. Was? Das ist gut. Hoffe. Ich mach nie. Wie geil. Das ist geil. Oh, man hat schon eine tote Kleidung, als ich dir. Das ist geil. Ach, nee, du. Aha, und dann geht's normal weiter. Mit normalen Medienmalen. Unser alles Sonnenangebot. Okay, was zum. Ich spiele halt noch ein bisschen. Ich will zumindest bis zum Boss kommen. Obwohl, nee, das ist ja gar nicht der richtige Boss. Das ist ja dann Wily, der gerade einkauft. Bronzetabletten. Ah. Okay. Obst. Ist das bescheuert. Ist das krank. Aber was ist daran jetzt easy? Oder gibt's hier nur einen Modus? Da oben ist nichts, okay. Obst. War das Level schon immer grün? Naja, egal. Da. Es ist mindestens. Okay, ich glaube, wir verlieren weniger Energie. Ah. Okay, jetzt wissen wir, was der Grossmann-Mod ist. Mega Man ist Grossmann. Interessant. Ein Moment. Nee, was? Megakerl. Okay. Whatever!
Autsch. Gleich tot. Wie immer. Ja, okay. Ich beende das hier. Wenn jemand den Safe State mit diesem Grossmon haben will, soll mir einfach mal anschreiben. Mit der E-Mail-Adresse bitte, dann schicke ich euch den Safe State mal rüber. Dann könnt ihr selber mal spielen. Weil ich euch das jetzt nicht mehr zeigen werde. Gut, das war Mega Man 2 Endgame von Neo23, gespielt von TrueMG. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei all den Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Spiel. Ich hoffe, ihr werdet dieses Spiel niemals spielen. Das ist total frustrierend. Ach, spielt doch, was ihr wollt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Es war ein langes, frustrierendes Spiel. Die Bewertung gibt's natürlich auch noch. Puh. Ach, Mensch. Tolles Spiel. Oh, erschöpft. Gut, danke fürs Zusehen. Ich bin euer TrueMG und schaltet auch wieder bei einem anderen Let's Play rein. Auf bald.